Es ist mir eine echte Freude, hier zu sein und an diesem Panel teilzunehmen. Also für diejenigen, die mit Creative Commons nicht vertraut sind, Creative Commons ist die Organisation, die die Creative Commons Lizenzen und Tools verwaltet. Creative Commons widmet sich dem Aufbau einer globalen Sammlung kreativer Inhalte, einschließlich Kulturerbe, zu denen die Öffentlichkeit Zugang hat und die sie teilen, verwenden und auf die sie aufbauen kann. Und allein in den letzten Jahren haben viele Einrichtungen wie Paris Musée, das Smithsonian und das Metropolitan Museum of Art fast 5 Millionen digitale Bilder des Kulturerbes mit Creative Commons Lizenzen oder besser gesagt Creative Commons Tools, nämlich hier CC0, veröffentlicht. Und aufbauend auf diesen Erfolgen haben wir gerade ein Open Glam Programm ins Leben gerufen. Glam ist das Akronym für Galerien, Bibliotheken, Archive und Museen, also alle Einrichtungen des Kulturerbes im Allgemeinen. Und dieses neue Programm läuft unter unserer globalen Strategie, deren zentrales Motto Better Sharing ist. Und angesichts des Themas dieser Konferenz möchte ich mit Ihnen über Better Sharing, das heißt besseres Teilen, im Glam-Kontext nachdenken. Also Kultureinrichtungen erfüllen den wichtigen Auftrag, das Kulturerbe frei und offen zugänglich zu machen. Sie sind unser kollektives Gedächtnis und die gemeinsame Nutzung dieses Gedächtnisses ist wichtig. Um diese Nutzung zu erlauben, sollten Einrichtungen ihre Sammlungen freischalten. Warum? Aus 4 Hauptgründen. Erstens, der offene Online-Zugang zum Kulturerbe ermöglicht Menschen, ihr Grundrecht auf Kultur wahrzunehmen und darüber hinaus ein nachhaltiges Entwicklungsziel der UNO zu erreichen. Zweitens, wenn kulturelles Erbe offen geteilt, gefördert und wertgeschätzt wird, führt das zu neuen Interpretationen, neuen Kenntnissen und neuer Kreativität. Drittens, es ist wirtschaftlich. Innovative Geschäftsmodelle auf Basis einer offenen Kultur sind die Zukunft. Und viertens, es hat öffentlichen Wert. Es ist letztlich die Aufgabe von Kultureinrichtungen, ihre Sammlungen einer breiten Öffentlichkeit zu öffnen, vor Ort und online. Jetzt kommen wir zum zentralen Thema dieser Konferenz und schwierigen Kulturerbe. Viele Einrichtungen beschäftigen sich derzeit mit diesem Umgang. Es geht um Sammlungen mit geheimen, heiligen, spirituellen oder sensiblen Inhalten oder Sammlungen, die im Kontext der Kolonialisierung aufgebaut wurden. Dieses Erbe ist oft nicht mit Zivilisationen verbunden, die längst aufgehört haben zu existieren, sondern mit heutigen marginalisierten oder unterversorgten Gemeinschaften, die oft kein Mitspracherecht darüber haben, ob und wie ihr Kulturerbe geteilt wird. Und Bedenken wurden geäußert, dass Online-Zugang die Tür für Missbrauch und Schaden öffnet. Wie sollen dann diese Sammlungen abgerufen, verwaltet und verwendet werden? Diese Frage ist schwer zu beantworten. Nach dem Urheberrecht ist oft das Kulturerbe gemeinfrei. Das heißt, im öffentlichen Bereich von jedermann, für jeden Zweck und ohne Einschränkungen frei verwendbar. Aber aufgrund der Rechte und Interessen der Gemeinschaften könnte der Zugang und die Nutzung des Erbes eingeschränkt werden. Da diese Einschränkungen nicht Teil des Urheberrechts sind,
können sie nicht durch Creative Commons Lizenzen geregelt werden, da diese nur innerhalb des Urheberrechtssystems funktionieren. Und diese wahrgenommene Diskrepanz bringt Creative Commons in Bezug auf sensibles Kulturerbe in eine schwierige Lage. Einerseits ist Creative Commons bestrebt, Kultur möglichst und weit und frei zugänglich zu machen. Auf der anderen Seite müssen wir uns mit den Zugangs- und Nutzungsbedingungen von externen Quellen auseinandersetzen. Und ich muss betonen, dass die Creative Commons Lizenzen nie auf Inhalte angewendet werden sollten, die nicht allgemein geteilt werden sollen. In dem Maße, in dem das Erbe nicht breit geteilt werden soll oder wenn offene Lizenzen den Bedürfnissen der Gemeinschaften nicht angemessen entsprechen, es ist nicht sinnvoll zu erwarten, dass offene Lizenzen geeignet sind, dieses Erbe zu teilen. Diese Themen haben wir haben zu einer wichtigen Diskussion innerhalb der Creative Commons Community geführt. Ein White Paper wurde von Mehtab Khan vor ein paar Jahren, damals war sie Doktorandin in Berkeley University, entworfen, um die Grundlage für zukünftige Initiativen von uns zu legen. Letztes Jahr haben wir GLAM-Richtlinien und Praktiken im Umgang mit indigenem Kulturmaterial erhoben und analysiert. Und dazu kann ich sehr gerne später in der Diskussion mehr sagen. Zudem starten wir im Oktober, also letzten Monat dieses Jahr, einen offenen Aufruf für Fallstudien zum Open GLAM in nicht-westlichen Einrichtungen mit geringer Kapazität oder aus marginalisierten Gemeinschaften. Und diese Fallstudien werden dazu beitragen, ein gerechteres Bild von Open GLAM zu schaffen. Diese Fragen gehen wir auch in die Creative Commons Arbeitsgruppe zur Ethik des offenen Teilens nach. Wir werden am 9. November, also nächste Woche, ein Webinar veranstalten und ich lade Sie alle, die interessiert sind, ein, sich online anzumelden. Um abzuschließen, unsere bisherigen Initiativen geben erste Einblicke, sind aber nur die ersten Schritte zum Verständnis der Wechselbeziehungen zwischen Open GLAM, Zielen und ethischen Verpflichtungen. Kurz gesagt, die Berücksichtigung ethischer Erwägungen untergräbt nicht den Wert offenes Teilens. Vielmehr sind Gespräche darüber, wann offene Lizenzen möglicherweise nicht angemessen sind, von entscheidender Bedeutung. Diese Gespräche unterstützen den Weg zu einer offenen Kultur. Und GLAMs spielen eine einzigartige Rolle beim Aufbau einer gerechteren und vielfältigeren Welt. Als Teil dieser Rolle haben sie die Verantwortung, ihre Sammlungen respektvoll zu öffnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.